Gegen 9.45 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Nürnberg alarmiert zu einem schweren Verkehrsunfall am Zollhaus. Und zwar ist es dort passiert, dass zwei LKWs zusammengestoßen sind. Bei Eintreffen der Feuerwehr hat sich dargestellt, dass zwei Personen sehr stark eingeklemmt waren und wir eine doch sehr schwierige technische Rettung durchführen mussten. Bei dieser schwierigen technischen Rettung mussten wir drei Hilfeleistungseinsätze, den Rüstwagen, die Winde vom Kranwagen einsetzen, um zuerst die beiden Fahrzeuge voneinander zu trennen und dann eine doch nicht unerheblich schwierige Trennung bzw. Befreiung der beiden Personen aus dem eingeklemmten LKW durchzuführen. Es hat insgesamt fast 45 Minuten gedauert, bis die beiden Personen befreit waren, dem Rettungsdienst übergeben wurden. Und zum Glück sind die beiden relativ wohlauf, mittelschwer verletzt und werden derzeit in Nürnberger Krankenhäuser verbracht.